Recht herzlich willkommen zur 20. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal haben wir eine Rakete gebaut, um zwei Sachen zu machen. Einmal einen Schirmtest, wieder den Radial Parachute. Und das zweite war ein Ziel diesmal zu erreichen dabei. Ja, müssen wir gucken, wie weit wir da sind. Müssen wir erst die Rakete auswählen. Da ist er, Schirmtest, Load. Kurz runtergehen, gucken. Ja, das ist er, das haben wir wohl gebaut. Aber wir müssen hier rechts noch was machen, sehe ich. Da sind wir nicht ganz richtig unterwegs. Den oder die beiden müssen wir da unten reinmachen. Und diese beiden müssen wir da einen höher machen. Gut, der funktioniert zuerst. Dann absprengen und den Haupt da ab, da ab. Jetzt wäre es richtig. Dann saven wir das nochmal. Dann können wir eigentlich direkt auf die Plattform gehen. Gut. So, da sind wir jetzt. Wir müssten das SRS als erstes anmachen und ich glaube, wir machen mal ein bisschen weniger Speed. Oder? Ja, und dann gehen wir mal auf die Karte, gucken uns das Ganze mal an. Ein bisschen näher rein, rumdrehen. Ah, da ist auch das Ziel jetzt. Activate Navigation. Passt. Da müssen wir hin. Können wir hier unten bestimmt sehen, oder? Gucken wir da mal rein. Ja, da unten wird es wohl sein. Gut, dann müssen wir da hin. Wieder raus aus der Karte. Und an die Startrampe ran. So, und dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir starten können, oder? Jo, dann würde ich sagen 3, 2, 1, go! So, dann müssen wir da irgendwo hin, was in diese Richtung ist. Sieht doch ganz gut aus, oder? Ah, warum dreht denn der jetzt weg? Okay, das obere Eck. Okay, weiß nicht, ob das unser richtiges Ziel jetzt ist. Wir müssen auch höher gewinnen für den anderen Test, den wir da noch haben. Komm schon hier. 14.000 Meter müssen wir da hoch. Wir hoffen, dass das klappt. Dass wir da überall hinkommen. Ich glaube, die Richtung ist hier unten schon mal gar nicht mal so schlecht, ne? Und 17.800 Meter drunter bleiben. Wir haben auch noch ein bisschen was. Kurz mal reingeguckt. Periapsis war noch 14.000 Meter, 11.000 Meter, 11.000 Meter. Und da ist er alle. Ja, könnte ein bisschen knapp hierfür werden, ne? Ja, Ballast abwerfen, denke ich mal. 12.000 Meter. Nee, leider nicht. Nur 13.000. Ich glaube, wir sind knapp am Ziel vorbei. Vielleicht schaffen wir das hier oben aber noch. Ist jetzt schwierig zu sehen, ne? Nee, da kommen wir auch nicht hin, weil man sieht ja hier gerade, wie unsere Kurve ist. Nee, das ist ein bisschen weiter weg noch. Das heißt, wir müssen da eine neue Rakete machen. Das war ein Satz mit X, ne? So, dann müssen wir schauen, wo wir hier sind. Ich sehe natürlich so gut wie nichts, weil es hier total dunkel ist, ne? Ist irgendwo, da ist ein bisschen was Helleres. Oh, hier ist bergig. Das heißt, wir sollten vielleicht überlegen, wann wir den den Schirm da rausjagen. Da oben ist der Mund schön zu sehen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie hoch das hier ist. Sieht sehr interessant gerade aus. Boah, habe ich mich erschrocken. Jetzt habe ich die Leertaste gedrückt. Aber ich glaube, es war auch nicht so verkehrt. Ich bin voll verjagt bei der Explosion. Uff. Das war jetzt krass, oder? Okay. Ja, es ist einiges höher hier. War vielleicht gar nicht so verkehrt, jetzt schon rauszuschmeißen, die Schirme. Können ja ein bisschen schneller machen, ist ja kein Ding.
Ich schätze mal, dass sie sich hier bei 1400 Meter oder sowas schon entfalten werden. Ja, da sind sie nämlich schon. Ich glaube, dann sind es noch 500 Meter bis Erde, oder wie war das? Konnte man ja auch irgendwie einstellen, glaube ich, ne? Dann purzeln wir mal gerade noch schneller, bis auf diese Entfernung runter. Ja, wir haben natürlich zwei Schirme auf, das heißt, wir haben eine Wahnsinnsbremswirkung auch, ne? So. Ja, ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit, sonst nicht, dass uns da was abschmiert oder sowas. Ich glaube, wir gehen auf einfach. Das kann nur noch ein paar Meter sein. Schwer zu beurteilen, aber 2. Okay, da ist schon die Erde erreicht. Gut, okay, können wir hier. Ach so, okay. Ach, da hätten wir einstellen können, auf welche Höhe die auf und zu gehen. Okay. Crew Hatch. Kriegen wir da noch einen Statusbericht in den Bergen? Tatsächlich. Wow. Keep Data. Ja, dann haben wir wenigstens eine Sache geschafft und das ist Informationen sammeln. Gefährt bergen. Und dann haben wir einen wissenschaftlichen Bericht geschafft in den Bergen oder sowas, keine Ahnung. Ja, da gab es 1,5 Punkte wohl für, oder? Ja, hier ist es. In Cairbens Highlands haben wir Punkte gesammelt. Cool. Hier haben wir jetzt noch ein bisschen Schrott zurückgekriegt und er hat keine Erfahrungspunkte, oder doch? Ich weiß nicht. Ich meine, wir hatten letztes Mal 200 gehabt, da sind 2 Punkte draufgekommen. Aber ich glaube, er hat nichts gekriegt, oder? Ich weiß es aber auch nicht. Gut. Das heißt, wieder Rakete bauen, die aber stärker ist. Was ist stärker? Gute Frage, ne? Tendenziell neige ich dazu zu sagen, wir machen das mal ein bisschen höher. Machen das ab. Und setzen da noch einen Tank zwischen. Das sind die falschen. Da ist es. Ne, Quack, da ist es. Wir machen da mal ein bisschen Kraftstoff noch rein. Das ist doch positiv, glaube ich. Das Triebwerk aus der Erde raus und das war jetzt nicht so eine gute Idee. Wir müssen den anpacken. Das müsste passen. Und das denke ich ist auch okay, oder? Ist zu hoch. Wir müssen niedriger damit, oder? Geht nicht niedriger, oder wie? Ich glaube nicht. Ja, das wäre dann der nächste Test. Safen wir das, oder? Ja. Stufenmäßig gucken. Ja, 3 und 1. Die gehen ab, das nächste Triebwerk geht an. Das ist jetzt noch passend. Vielleicht sollten wir noch was funken. Nee, ich glaube auch nicht, oder? Wenn wir dann eine Batterie dran schmeißen und ein Funkgerät. Ne, ich glaube nicht, das lassen wir so. Gespeichert hatten wir schon. Ja, und dann könnten wir diesen Flug eigentlich starten. Ja, direkt oder. Ja, eigentlich direkt, ne? Gucken wir mal, was uns das Gefährt bringt. Eben hatten wir ja ein bisschen wenig Treibstoff. So, wir müssen wieder die Karte anmachen und das Ziel anvisieren dann. Da ist es ja schon. Ja, und da müssen wir hinfahren, fliegen, keine Ahnung. Wird schon schwer genug, denke ich. Mal von da nach da. Muss irgendwie klappen, ne? Wir müssen erst hoch und dann das Ziel anvisieren.
Gut, wieder zurück. Das heißt, erst hoch und dann rüber. Aber hoch würde ich sagen, irgendwo in diese Richtung muss schon so in der Nähe sein, ne? Ja, gucken, ob wir das hinkriegen. Gut, SAS anmachen, haben wir. Speed setze ich mal tiefer und dann würde ich sagen, hier noch das aufmachen. So, und dann 3, 2, 1, go! Jetzt kriege ich das Ding nicht mehr kontrolliert. Das war jetzt nicht so gut, absprengen. Jetzt geht gar nichts mehr gerade, außer dass ich vollkommen falsch fliege und ich weiß auch gar nicht, wohin der jetzt mit mal steuert. Warum lenkt der dagegen? Ich habe keine Ahnung, wo ich dahin komme. Und jetzt habe ich wieder keine Kontrolle mehr über die Kiste. Ich habe aber auch keine Ahnung, warum ich die Kontrolle verliere. Ist das SAS zu schwach dafür? Ich krieg's nicht geregelt. Ist das ein falscher Antrieb ohne Strom oder sowas? Komm schon, geh doch über den Punkt darüber. Ist bitte schön die Markierung. Da links ist er. Jetzt habe ich wieder keine Kontrolle mehr. So ein Shit aber auch. So, jetzt geht's in diese Richtung. Ja, dann ab damit. Hat ja keinen Sinn, das noch zu behalten. Und schauen wir mal, was hier angezeigt wird. Ja, da kommen wir wieder nicht hin. Unsere Kurve ist ja ganz woanders. Da ist das Ziel und die Kurve geht hier irgendwo hin. Schade drum. Ja, da müssen wir uns noch was einfallen lassen fürs nächste Mal, ne? Ja, wir verlieren jetzt gerade auch schnell Geschwindigkeit und Höhe. Ich glaube, wir lassen jetzt mal langsam den Schirm raus. Weil das ist doch wieder das Hochland, ne? Ja. Mal gerade ein bisschen schneller, bis die Schirme rauskommen. Gut, bei 300 Meter sind es dann ungefähr, wo wir landen. Aber Highlands sind das dann noch nicht, oder? Ja, ruckelt ganz gut, ne? Jetzt fangen die sich. So. Geht schneller runter, ne? Weiß nicht, ob das hier noch zu den Highlands gehört. Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir sind am Ziel da angekommen schon. Schon bei 400 Meter. Jo, Touchdown. Das war's. Haben wir einen Statusbericht hier noch? Nein, ist nicht im richtigen Bereich. Gut, dann können wir hier recovern. Schade drum, aber ist so. Gut, wir müssen uns überlegen, wie wir das in den Griff kriegen. Ich habe noch keinen blassen Schimmer, wie. Ja, da haben wir nichts gekriegt. Da kriegen wir ein bisschen Schrott zurück. Da hat es auch nichts gegeben. Gut, aber ich würde mal sagen, für die Runde soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.